Im Job knallharter Tatortkommissar, im echten Leben lieber voller Papa. Besonders seit die Corona-Pandemie das Leben in Beschlag genommen hat, muss Schauspieler Wotan Wilke-Möhring auch im Alltag als Multitalent fungieren. Den Anzug für den roten Teppich tauscht der 53-Jährige erstmal gegen die Kochschürze ein. Im Interview mit Gala verrät der Super-Daddy, plötzlich ist man nicht nur Vater, Mutter, Koch, Fahrer und Haushälter, sondern muss auch noch versuchen, alle Lehrer zu ersetzen. Seine drei Lieblinge, Mia, Karl und Henriette, sind sein Ein und Alles. Die drei leben bei ihrer Mutter Anna Theis in Köln, mit der gelernte Elektriker bereits seit 2014 nicht mehr zusammen ist. Wenn aber Papa-Zeit angesagt ist, dann wird diese auch ordentlich ausgekostet. Sei es bei einem Tänzchen im Schlafanzug im Wohnzimmer, bei einem sonnigen Familienspaziergang mit dem kuscheligen Vierbeiner an der Seite oder beim Wandern durch die idyllische Berglandschaft. Auf seinem neuesten Schnappschuss präsentiert uns der Dreifachpapa ein niedliches Kuschelfoto mit seinen Kids. Für den Vollblutpapa gibt es ein Bussi links und ein Bussi rechts. Zwischen seinen beiden Sprösslingen lächelt Wotan stolz in die Kamera. Zu seinem Schauspielerdasein als harter Bulle hat der Tatortstar zu Hause offensichtlich den zuckersüßen Kontrast.